Yo, wunderschönen guten Abend, meine schönen Spitzer. Crowny ist hier am Start. Und yo, Mates, wir sind hier heute mit Kai unterwegs auf Hillcase. Ja, moin. Genau, Kai ist über Ende das drin und kann die ganze Nummer hier lenken. $300 kann er, also 250 müssen wir übrig haben, ja, das sind $300, ja. $300 kann er ausgeben und ich hoffe natürlich auch, dass er was Gutes rauszieht. 20er Giveaway gibt's natürlich unter dem Video und morgen im Video gibt's auch eine geile Nachricht. Eventuell gibt es ja noch mehr Giveaways. Mal munkelt, mal munkelt. Gambling ist natürlich ab 18 und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Ansonsten gerne den Code Crowny benutzen. Dann kriege ich ein bisschen was dafür. Das würde mich natürlich supporten, das wäre cool. Ja, Kai, du kannst anfangen. Ich erzähle hier mal, wir haben vorher ein bisschen geslottet. Die Busfahrer und ich, so nennen wir unsere Truppe. Ne? Wir sind nicht der Bücherclub, wir sind die Busfahrer. Und wir haben mit 100 angefangen, sind dann stückchenweise wirklich nur mit zwei Freispielen runter auf $1,50. Mit $1,50 habe ich gesagt, komm, wir gehen nochmal in die Telefonzelle rein. Ja, ist nicht schlecht. Ja, Profit. Dann sind wir mit 1,50 in die Telefonzelle, haben nach zwei Spins und Freespin bekommen, waren auf $40 und hatten dann innerhalb von 50 Spins viermal Freispiele, einmal sogar mit Doppelsymbol und sind wir so wieder auf 150 hochgeklettert. Und dann haben wir den Fehler aller Fehler gemacht und haben mit 2 Euro die Umdrehung gespielt. Und sind wieder runter auf $7. Auf $7 angekommen, haben uns nicht lumpen lassen, haben auf den Euro weitergedreht und sind dann wieder hochgekommen. Auf wieder $120. Dann dachten wir uns, wir sind schlaue Füchse und bleiben in der Telefonzelle drinnen auf dem Euro. Haben alles verloren. Ende vom Lied. Slots bis jetzt immer Bruch. Insgesamt bin ich minus 1200. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal geslottet habt, wie viel ihr gewonnen habt, wie viel ihr verloren habt. Wahrscheinlich werden es die Verlierer nicht reinschreiben. In den Kommentaren liest man nur, ja, ich habe $500 gewonnen, ich habe $100 gewonnen. Gibt schon so Leute, ne? Hier auf dem Teamspeak, also von dem GTA-Projekt, wo ich zock, hat auch einer mit dem 10er angefangen und ist gestern mit wie viel raus? 250? Ja. Da muss man halt einfach echt Glück haben. Kai hier im Channel hat sich auch einen neuen PC davon geholt, ne? Das ist richtig, ja. Ich hab dazu ihm gesagt, Kai, hol dir noch keinen, Alter. Es kommen bald die neuen Grafikkarten. Aber Kai hat reingebuttert und naja. War ein bisschen Anlucky, aber immerhin neuer Rechner. Ja. Sponsert bei Casino-Seite. Ja, das ist echt. Aber die wollten auch Faxen machen, ne? Die wollten auch erstmal so hinhalten mit Überweisen und so. Ja, das ist richtig. Das lag aber an dem Skrill-Account. Aber letztendlich habe ich das Geld da rausbekommen. Wollen wir da Premium-Case öffnen? Ja, er hat das Geld rausbekommen und danach wurde Permaband auf der Seite. Das stimmt auch wiederum. Und danach wurde er Permaband. Ja, schepp auf, Alter, lass krachen. Kannst ruhig eine dickere Kiste aufmachen. Da oben gibt's auch Battles und so, ne? Kennt sich aus. Battles muss man immer gucken. Oh, da muss noch eine hinterher. Das ist immer so Premium Case. Okay, hinterher Abfahrt. Die macht einmal Schmutz und dann gibt's hier einmal. Ja. Ah, Wasser. Oh, nee. Kritisch. Da habe ich bei den Affiliates, die habe ich hier immer ausgecashed. Ah ja, Promocode Crowny natürlich. Habe ich da immer aus der Premium Case richtig heftige Sachen gezogen mit den Affiliates. Nee, da ist noch keiner drin. Ja, ja. Komm. Ja, komm. $1 Battle, besser als nix. Wir haben letztes Mal ein $100 Battle gewonnen. $100 Knife. Das war absolut krank. Ah, scheiße. Verloren. Ah nee, gibt noch eine Runde. Okay. Noch eine Kiste, ja. Na, schade, trotzdem knapp verloren. Das war nix. Er hat aber auch nicht so viel gewonnen. Hat auch nichts krasses auf. Hier $9, 4 Spieler. Hm. Oh, ja, komm. Gehen wir mal rein. Es sind halt nur $9. Die Spannung hält sich in Grenzen. Operation Breakout, ist das eine neue Kiste? Nee, die ist überall alt. Die ist richtig, richtig alt. Und wir sind sogar noch hinten. Gewinnen wollen wir natürlich trotzdem, ne? Weil Klimpergeld nehmen wir auch. Klimpergeld nehmen wir auch, ja. Das ist ja absolut Bruch, die Kiste. Ja, vor allem kommen wir da recht, hat $10. Ja. Wir haben einfach nichts, das sind ja hier so Game-Odds, ey. Aber Game ist eh der Herr, das ist Gamma, was sowas Kisten angeht, ey. Schlimmer als auf jeder Seite, aber dann trotzdem $29 geworden, ne? Gibt es denn hier noch so schönes für Kisten? Ja, kannst auch mal eine dicke scheppern lassen, wenn du eine fühlst, ey. Was ist denn hier drin? Ein Traum. Hier ist ein Traum drin. Ja, auf jeden Fall, also... Boah, P250, die wäre halt anders scheiße. Die ist da schon drauf. Ja, wollen wir mal beliefen? Ja, okay. Alles klar, ich fühle den Profit. Er fühlt den Profit. Oh Gott. Das wird nice. Komm, wir haben jetzt... Oh nein, Digga. Wenigstens der Track, aber trotzdem $15. Alter, das ist ja hier echt belastend gerade. Oh, ein $18, bitte. Aber das sind auch wieder so... Ja, das haben wir so Schmutzkisten irgendwie.
glaube, die Cases wird hier nicht so viel abgehen um diese Uhrzeit. Nee. Im Paycase-Video ist aber auch immer um 4 nachts auf, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, die Kiste lächelt mich irgendwie die ganze Zeit schon an. Machen wir mal 2 auf. Ja, sieht aber auch geil aus. Na, die Designs hier sind schon gut, muss ich sagen. Die sind echt gut, ja. Kann man nichts mit falsch machen. Ja, 7 Dollar minus, also bis jetzt. Was ist denn das hier eigentlich? Events, 2 Token, gehen wir rauf. Weiß nicht. Wer am I? Das ist ein gutes Ding, Digga. Fortune Wheel, Trainer. Ach, da kann man hier irgendwie die Tokens reinschmeißen, dann kann man es gewinnen, ja. Einer Minute her. Ja, das ist ein bisschen. Place Token. Ja, schmeiß alle rein, Digga. Geht jetzt in einer Minute los. Kann nur 5 reinwerfen. Ja, brauchen wir eh für nichts anderes. Das schauen wir uns aber nicht in eine Minute an. Ey, nee. Ich glaube, da kommt eh nichts Gutes raus. Ja, komm, bitte, Kiste viel zu. Wie viel haben wir denn noch? Oh, wir sind schon fast bei 300, 373. Ah, 123 haben wir noch, ne? Okay, ja. Mal runter. Mal runter, 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 runter. Die 100-Dollar-Case, ne? Na, ich würde es eigentlich fühlen, hier 5-mal die Premium-Case aufmachen und dann Upgrades damit. 5-mal Premium-Case? Ja, würde ich fühlen. Scheppert halt ordentlich, Digga. Können wir nicht mal alles sehen. Mach 3-mal und 2-mal, oder? Ja, machen wir 3 und 2. Kannst du mal alles sehen auf dem Bildschirm. So. Okay, und ab geht die wilde Fahrt. Noch einmal was Gutes. Hier einfach so eine Hole ausgesorgt, Rente. Ach, Alter. Oh, absolut. Okay, noch 2-mal. Dieses Outcome ist bis jetzt... Nicht so geil, ne. Ist nicht so wirklich groß Profit gemacht. Echt nicht so super. Gar nichts. Ah, Rücken, 2 Stück. Oh, lecker, lecker, lecker. Die haben es wieder ein bisschen rausgerissen, muss man sagen. Das ist richtig. Gucken wir mal. Wie viel haben wir? Oh, 199, das ist echt schlecht. Das ist, die Vulcan hat das echt noch rausgeholt. Ja, aber trotzdem, wir haben 300 angefangen. Kannst du die ganzen Low-Skins erstmal reinwerfen? Ah, guck mal, hier gibt es nämlich auch das, so das alte, so ein Contract. Kann man erstmal die Pimmel-Skins reinballern. Ah, das ist halt echt übel, ey. Du hast was Großes reingemacht, oder? Oh, ich habe die 2 Vulcans rein, doch. Ich wollte gerade sagen, also. Digga, irgendwie wollte doch noch den hier rein und den hier, so. 51 komm, bitte. Dollar. Jo, 62, ja, ist okay. Ah, jetzt können wir nämlich hier noch den Upgrader machen. Machen wir auch mal 5. Also zumindest von Hand eingeben. Dann hier mal 50 Dollar. Boah, das geht auch richtig flott. Richtig gut. So, 25%, ja. Oh shit. Absolut reingeschissen. Komm, 3 Versuche haben wir noch. Machen wir hier aber 100, dann haben wir auch wieder 20%. Ach komm, Digga. Kannst auch wohl ander machen, ne? Ja, aber überleg mal, jetzt kommt's da oben. Ey! Es ist 3-mal, glaube ich, ander gewesen jetzt. Digga, wir haben aus 300 Dollar haben wir gemacht. 150. Aber. Kritische Hase, aber ja! Okay, gut, gut, gut. Ich hoffe, euch hat es wieder trotzdem gefallen. Ich bin trotzdem gerade glücklich. Das werdet ihr aber im Video morgen erfahren, warum. Haut rein und bis Spider-Man. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir jetzt auch beim Headcase-Video vom 26.09. Der Link wird hier kopiert. Wird hier rüber gemacht. Gucken wir mal 77. Wird hier direkt ausgelost. Hoffentlich hat der Kollege hier auch direkt den Trade-Link. Mannes Herk, nices Comeback. Hat hier seinen Trade-Link reingemacht. Funktioniert auch. Glückwunsch an dich. Eben habe ich jetzt auch 4 Skins an die Hellcase-Gewinner rausgeschickt, wie ihr hier seht. Also, die Kollegen noch annehmen. Die nächsten werden dann auch bald rausgeschickt. Ja, das war's von mir. Haut rein.